Sie leben im Saarland. Ist das für dich eher ein Handicap oder schaut man nach Berlin, Leipzig oder sonst wo in die Welt? Ich denke, es ist kein Handicap. Malen kann man überall. Es ist vielleicht ein Handicap, die Kunst zu verkaufen, zu vermarkten. Aber ich denke, heute ist der Künstler mehr gefragt als früher, selbst in Aktion zu treten. Das heißt, er muss sich soziale Netzwerke schaffen. Und mit Hilfe des Internets, denke ich, gibt es eine gute Plattform, sich selbst darzustellen und Kontakte zu pflegen, aufzunehmen. Ich würde sowieso jedem Künstler empfehlen, über den eigenen Schatten und Tellerrand hinauszuschauen und auf andere Künstler zuzutreten. Ich denke, es wird immer mehr die Aufgabe sein, sich untereinander zu unterstützen und zu vernetzen. Ich denke, allein den Galerien und den Mächtigen das zu überlassen, einen ins Rampenlicht oder berühmt zu machen, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass 2% der Künstler oder maximal 10% nur anerkannt werden. Ich denke, die Vielzahl der Künstler, die muss sich selbst behaupten. Die muss selbst den Arsch hochkriegen und was tun. Insofern ist es eigentlich egal, wo der Standort ist. Ich denke, Saarbrücken ist von mir aus das Herz Europas und warum nicht Saarbrücken? Okay, möchte noch dazu sagen, dass ich Sie und Du angewendet habe. Das Du stand für den Künstler, den ich kenne. Das Sie für die gespaltene Persönlichkeit, die mit anhand Maske vor mir sitzt. Okay, ich möchte mich für das Interview bedanken. Michael Moos, danke für das Interview. Bitte schön, keine Ursache, habe ich gern gemacht.